Hallo Leute, herzlich willkommen auf Tinger Stano Gaming und heute spiele ich mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Aber nicht das normale, sondern ihr seht schon, die ganzen Mods sind tatsächlich nicht hier drauf, denn ich spiele Truckers MP, also praktisch den Multiplayer von Euro Truck Simulator 2. Und ja, also ich spiele tatsächlich mit anderen Leuten. Ob ich andere Leute sehe, das seht ihr ja dann einfach. Ja, auf jeden Fall spiele ich dieses Spiel heute mal Multiplayer. Ihr seht es auch, da unten links seht ihr jetzt, dass ich hier praktisch auf dem Server connecte. Das ist, glaube ich, der ganz erste Server, wo immer die meisten Spieler drauf sind. Also falls du mit mir zocken wollt oder sowas, könnt ihr gerne mal auf dem ersten Server gehen. Ja, meistens zocke ich so um 12 Uhr, um 12 Uhr, um 13 Uhr irgendwas. Also müsst ihr einfach mal gucken. Ja, ich habe das jetzt selber ein bisschen offscreen ein bisschen angespielt und ich sehe tatsächlich hier schon, dass hier Menschen sind. Die fahren hier nämlich rum. Da kommt praktisch gerade einer angefahren. So, ich kann hier auch mal die Liste anmachen, dann sieht man jetzt da, okay, wir fahren los. Dass da jemand angefahren kommt. Also ich finde das einfach geil und ich zock das jetzt auch einfach mal mit euch ein bisschen. Da fährt nämlich jetzt gerade einer lang. So, die anderen zwei seht ihr auch auf der Karte, sind da unten rechts. Es gibt hier auch einen Chat, ne? Hier seht ihr Chat, hat aber noch niemand reingeschrieben. Und wenn ich X drücke, das ist praktisch das Dingens. Das heißt, damit kann ich, wie heißt es? Damit kann ich praktisch, ja, einfach, oh, ihr wisst, was ich meine. Kann ich funken? Genau, so. Man kann hier in der Stadt tatsächlich, wie man ja auch sehen kann, nur 60 fahren. So. Außerdem ist mein Lenkrad ein bisschen Schrott, also falls irgendwas hier ist, nicht wundern. Ich werde mir ja so oder so bald einen neuen Lenkrad kaufen. Dauert nicht mehr lang. So. Und dann rechts abbiegen. Also, ihr seht es jetzt gerade. Der hat sich gerade. Biege nach rechts ab. Der hat gerade ein bisschen kacke gelenkt. Ah, ich fahre jetzt hier einfach über Rot. Also man kann ja natürlich auch die ganzen Einstellungen, die man selber hat, benutzen. Da ist beispielsweise auch einer. Er hat nicht gehupt. Manche LKW-Fahrer hupen hier sogar tatsächlich, um zu grüßen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Also finde ich cool, dass sie das machen. So. Biege nach links ab. Ich habe Licht an sich gerade. Nett hier, aber fahren sie schon für die Max Transportlogistik? Nein, dann bewirb dich doch heute. Melde dich gerne mit. Bei mir, wir sind schon gute Fahrt. Turn on the headlights. Ah, ich muss die anmachen, weil sonst werde ich tatsächlich gekickt. Boah, war das knapp. Oh ne, bin ich jetzt gekickt worden? Joa. Okay, Leute. Ich muss mal kurz einmal einen Cut hier machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin wieder back. Oh ne. So, jetzt können wir fahren. Jetzt sind hier immer noch Leute tatsächlich. Ich heiße übrigens da SDGM Logistik. Ich kenne mich auch noch absolut nicht mit diesem Spiel, also mit dem Multiplayer-Dingens hier aus. Ja. So, ich hoffe, der Job ist jetzt noch da. Ich bin nämlich gerade ausgeflogen. Das wäre jetzt scheiße. Es macht auf jeden Fall Bock, mit anderen zu zocken, tatsächlich. So, bitte sei noch da, please. Natürlich bist du nicht mehr da. Was auch sonst? Ja, wenn wir jetzt einmal schon mal hier sind, dann können wir hier auch irgendeinen annehmen. Wollen wir hier Sojamilch nach Berlin? Berlin! Berlin! Gefahren nach Berlin! So, okay. Der steht ja direkt hier vorne. Was denn das? Das ist auch voll das kleine Drecksteil. Nein, nein, Spaß. So, da steht einer. Was macht der Typ da? Oh, hier ist Holz. Sehe ich gerade. Oh, ich freue mich schon auf den 900 Grad Lenkrad. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Lenkrad, was ich jetzt habe, ist halt nur 160. Das heißt, nee, 180 meine ich. Das heißt, so weit lenken kann ich halt nicht in Wirklichkeit. Und das ist halt wirklich kacke, wenn man sowas spielt. Und deswegen hole ich mir auch einen neuen. Und außerdem hole ich mir einen neuen, weil der hier, den ich jetzt habe, auch zum Teil kaputt ist. Habe ich ja schon gesagt. Also der lenkt automatisch immer irgendwie nach rechts, wenn man so ganz leicht nach rechts lenkt. Vielleicht kann ich euch das gleich zeigen.
Fertig zum Losfahren. Also das ist echt scheiße, muss man ehrlich sagen. Ja. Ich habe auch eine Idee, irgendwie einen neuen LKW so zu machen und den hier ein bisschen so geiler zu machen. Weil die haben ja alle auf dem im Multiplayer so geile LKWs. Muss ich mal gucken, ob ich auch so einen geilen hinkriege. Muss ich dann mal nach diesem Dingens hier mal zur Werkstatt fahren. So. Das Blöde ist jetzt natürlich nur, dass wir nicht so schnell fahren können. Das kann manchmal leider auch zu Ruckeln kommen, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ihr seht ja, ich habe einen Ping von 22. Warum habe ich einen Ping von 22? Egal. Ja. Egal, auf jeden Fall. Biege nach links ab. Ich muss das hier leider wegmachen, weil sonst sehe ich nicht, wo ich hinfahre. Demnächst rechts abbiegen. So. Gehen wir mal rechts ab. Biege nach rechts ab. So. Demnächst links ab. Also wie man hier sieht, sieht man nichts. Denn hier sind keine mehr. Ich fahre jetzt einfach über Rot, ist egal. Doch, man wird gar nicht. Ich glaube, man wird nicht gekickt, wenn man da über Rot fährt, oder? Bitte links halten. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Keine Ahnung, das ist halt die Frage. Biege nach rechts ab. So, 50. 50 darf ich hier fahren. Oh, ich freue mich schon, wenn ich einen LKW-Führerschein habe, weil ich mache ja auch einen. Also, rechts will ich machen. Und erstmal mache ich Auto, dann LKW und dann. Oh. Natürlich ist hier das jetzt so, dass hier keine Autos sind, ne? Also hier sind halt nur andere LKW-Fahrer. Hier gibt es keine Autos. Aber macht nichts. Also jetzt fährt hier, glaube ich, einer mir gerade hinterher irgendwie. Ja, jetzt ist auch nur noch er hier. Nur noch dieser X, Ahito X. Der ist jetzt der Einzige, der hier in dieser Ortschaft ist. Ich glaube, es gibt auch viele, die gar nicht von hier kommen. Ah, jetzt bin ich... Ah, ich bin immer noch in der City, ne? Oh. Wenn ich außerhalb der City bin, dann wird die Regelung von diesem KMH-Dings abgeregelt. Das heißt, ich kann maximal... Oh, jetzt kommt hier einer entgegen. Hupt der? Ah, der kommt... Na, der fährt da runter. Perfekt. So, wir müssen nach Berlin. Oh, wir haben hier sogar eine Karte. Habe ich denn zwei verschiedene... Ich habe zwei verschiedene Dinge einfach. Ne, Licht lieber anlassen. Bitte rechts halten. Jetzt habe ich die City verlassen. Jetzt kann ich schneller als 90 fahren. Also schneller als... Also man kann maximal in der Stadt... Kann man immer 10 km schneller fahren, als man überhaupt darf. Und wenn man außerhalb der City ist, kann man dann halt einfach so schnell fahren, wie man will. Aber... Man ist hier auf 110 km abgeregelt als LKW-Fahrer. Das heißt, du kannst maximal bis zu 110 km fahren. Dann geht's nicht weiter, dann drosselt der praktisch. Jetzt bin ich wieder in der City, toll. Also, ja. Genau. Jetzt habe ich die wieder verlassen. Was denn jetzt, ey? Aber ich muss... Ihr habt es gesehen? Guck, seht ihr das so? Aber warte, ich fahre jetzt mal... Ah, jetzt macht das nicht. Na, jetzt hat das... Ja, das... Ah, ihr seht es irgendwann, wenn ich das erwähne. Jetzt hat er es gemacht. Habt ihr gesehen? Ja, ich habe es definitiv nicht gesehen. So. Zack. Jetzt habt ihr es, aber jetzt war es gerade da. Was ich auch cool finde, ist, dass trotzdem noch diese anderen LKW-Fahrer, also die in meinem Dingens drin sind, trotzdem dann halt noch fahren, ne? Mann, jetzt habt ihr es gesehen, jetzt macht das wieder. Das ist halt einfach nur wegen dem Lenkrad, ne? Deswegen hole ich mir auf jeden Fall einen neuen, der dann auch 900 Grad hat. Und dann geht ab die Luft ziehen. So, er müsste jetzt auf 110 abdrosseln eigentlich. Ja, jetzt drosselt er. Seht ihr das? Jetzt kann ich nur noch 100... Also ich würde jetzt eigentlich normalerweise schneller sein. Aber er drosselt auf 110 ab. Ist, glaube ich, dass man einfach nicht 200 Sachen hier tuckern kann, sondern halt auch realistisch. Finde ich aber, ist eigentlich eine ganz geile Sache, muss ich sagen. Ne? Also man kann halt einfach nicht schnell fahren, aber ja, ist eigentlich ganz geil. Leute, wie geht's euch eigentlich so? Wie ist die Schule, wie läuft's, wie ist die Arbeit vielleicht? Vielleicht arbeiten ja auch viele, die mich hier gucken, ich weiß es nicht. Könnt ihr ja gerne mal schreiben. Hä, warum kann ich denn jetzt 115 fahren? Ach, weil es hier berg runter ging.
nicht bergab, sondern bergunter. Doch, bergab. Heißt das bergab oder bergab? Nee, das heißt doch bergunter. Keine Ahnung, wie das heißt. Ist mir auch egal. Ich bin LKW-Fahrer. So. Ich habe übrigens wieder diese Pausen hier eingeführt. Also praktisch dieses Schlafen. Jetzt seht ihr es. Jetzt seht ihr es. Habt ihr es gesehen? Jetzt hat sie sich dieses Lenkrad-Ding. Ihr seht es. Das bewegt sich dann halt einfach von selber nach rechts jetzt schon wieder. Ich lenke nicht nach rechts. Es tut es einfach. So, jetzt seht ihr, jetzt ist es normal. Und wenn ich jetzt hier... Na, jetzt nicht. Also links macht er das nicht. Der macht es nur rechts. Jetzt seht ihr das. Also er macht es nur so rechts, so leicht. Lenkt er. Warum auch immer. Egal. So. Nach Wöppeling. 1000 Meter noch. Aber ich habe schon so Bock auf das neue Lenkrad. Gleich mal hier unten. Soll ich mal ein Unboxing-Video machen? Ich kann ja ein Unboxing-Short machen. Tatsächlich so 60 Sekunden. Ne, nee, wie lange kann man einen Short machen? Ja doch, 60 Sekunden. Ne? Länger geht's ja nicht. Gut, ob man das in einer Minute fertig kriegt, ist dann halt die andere Frage. Oh, mir kommt ja einer entgegen. Das ist der Wolle 87. Der ist, glaube ich, sogar deutsch. Habt ihr gesehen? Er hat sogar gehupt. Meine Hupe ist relativ leise. Ich muss mir auf jeden Fall ein neues Fahrzeug machen. Ich glaube, ich hole mir mal ein neuen LKW. Das wird ein Mercedes sein. Aber mal gucken. Weil ich will auf jeden Fall eine neue Hupe haben, weil die Hupe, die ich jetzt habe, ist ja scheiße. Ja, wir müssen, glaube ich, sogar tanken. Ich fahre hier gleich mal rechts in die Tankstelle rein. Bin ich schon mal im Video tanken gewesen? Ich weiß es gar nicht. So. Jetzt ist er wieder weg. Route neu berechnen. Dass er immer sagt, Route neu berechnen, obwohl man nur tanken fährt. Immer geradeaus. Nee, ich will tatsächlich tanken, nicht geradeaus. So. Zack, und einmal tanken. Oh, Feststellbremse. Jetzt tanken. Wir haben 9,8 Mille, sehe ich gerade. Also davon hole ich mir auf jeden Fall den teuersten Mercedes. Definitiv. Mal sehen, wie viel PS der hat. Ich weiß gar nicht. Was ist hier in diesem Spiel so in Vanilla das Beste? Weiß das jemand? Ich bin zu blöd. Ich habe schon wieder die Feststellbremse vergessen. Was machen? Noch 162 Kilometer. Ich bin gestern eine Strecke gefahren von 1300 oder 1500. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja. Biege nach rechts ab. Bin ich doch schon. Spiel. Lass mich in Frieden, Alter. So, jetzt muss ich hier schön. Komm, man kann die Schilder gar nicht. Doch, kann man. Ich wollte gerade sagen, man kann die Schilder, glaube ich, gar nicht umfahren, aber habe ich tatsächlich gerade hingekriegt. Ist hier irgendjemand in der Nähe? Nö. Schade. Schade, schade. Ich bin jetzt hier schon wieder komplett alleine, ne? Also das geht ja auch mal wieder nicht. Wo sind denn die ganzen Leute hin? Sag mal. Also wenn ich abends Spiele gespielt hatte, ich habe dieses Spiel meistens abends gespielt, weil ich dann nur Zeit habe. Da sind ganz viele hier in Hamburg und sowas unterwegs. Okay, ich fahre auch gerade Richtung Berlin, ne? Ist die Frage, ob irgendein Mensch tatsächlich einen Auftrag nach Berlin annimmt. Da bin ich ja nur der Blöde schon wieder, der diese Aufträge annimmt, um die Kohle zu kriegen. Das Ding ist, hier kann man halt nicht... Also hier gibt es keine Jobs für 250.000, ne? In meinen Privatdings gibt es halt welche für 250. Also wenn ich immer Geld brauche, dann gehe ich einfach nicht im Multiplayer und dann kann ich da nämlich die Mods benutzen. Weil das ist ja hier Truckers MP, meine ich. Truckers MP. Aber ist wirklich ein geiles Spiel, ne? Wenn man das mal so sieht. Hier die Settings auch. Joa. Drücken, zack. Noch 124 Kilometer. Wo, in welcher Richtung sind wir denn jetzt? Also rechts geht's nach Berlin. Oh, Rostock. Wart ihr schon mal in Rostock? Ich ja. Da wohnt nämlich mein Altbruder. Der wohnt dort. Und da sind wir im Sommer, glaube ich, gewesen. Irgendwann. Im Sommer war das. Und da waren wir auch an der Ostsee tatsächlich. Aber das war... Nee, das war nicht im Sommer. Das war relativ kalt. Das war irgendwann im Winter. In den Ferien. Ich weiß nicht wo. Also wann. Oh, hier war gerade jemand. Das ist der Andres. Aber der ist nicht oben gewesen, sondern... Wir waren, glaube ich, auch
in Warnemünde. Also das ist da, also das ist praktisch da, wo wir waren bei der Ostsee. Ne? Es gibt ja verschiedene Teile, sage ich mal, die bei der Ostsee sind und die heißen halt anders. Also Warnemünde waren wir. Wir wollen auf jeden Fall auch wieder dahin. Aber mal sehen. Vielleicht bin ich da auch schon gar nicht mehr bei meinen Eltern wohnen. Also ist tatsächlich wirklich die Wahrheit, ne? Könnte möglich sein. So. Ich hoffe mal, es geht jetzt hier nicht rechts rein oder müssen. Nee, müssen. Das ist nur eine Spur. Oh, dieses Lenker, das macht mich echt aggressiv langsam. Ich bin froh, wenn ich dieses neue Logitech-Dingens habe. Ich hole mir nämlich ein Logitech-Lenkrad. Ich glaube, ihr könnt denken, was ich mir hole. Ich will mir auch dazu dann Gangschaltung holen. Na, also, dass ich dann auch eventuell die Gänge wechseln kann. Natürlich muss ich dann einen Motor nehmen, also muss ich eine 6-Gang-Schaltung nehmen hier. Weil das hat natürlich 12 und das würde dann mit dem Gang-Dingens technisch gesehen nicht funktionieren. Deswegen. Weil ich fahre ja aktuell Automatik, aber ich will auch ein bisschen schalten. Das macht dann mehr Spaß. Und ist auch realistischer fürs Video und sowas. Ne? Und einfach nur, weil ich Bock habe, das auch mal selber zu machen und nicht immer Automatik zu fahren. Das wird auf jeden Fall eine geile Sache. Also ich glaube, das einzigste Spiel, was ich auch so spiele mit dem Lenkrad, ist tatsächlich Euro Truck Simulator. Aber du kannst es halt hier auch so geil machen. Ne? Das ist halt so das Ding. Und dann auswärts rechts nehmen. So. Nach Magdeburg. Da ziehe ich eventuell hin. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich hoffe mal, man darf jetzt hier schneller fahren als 110. Ja, man darf 80 fahren, so wie auch sonst. Da sind ja auch noch 50 Kilometer. So. Jetzt darf man hier sogar 120 fahren. Wie schön, dass ich kein 120 fahre. Also könnte ich tatsächlich, aber hier im Multiplayer geht's nicht. Also dieser LKW hier würde, glaube ich, ca. 150 km/h schaffen. Muss ich ja wieder hier rechts. Rechts halten. Ah, ja. Warum denn immer rechts? Hör doch mal auf, nach rechts zu lenken, du blödes Lenkrad. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh, jetzt muss ich bremsen. Weil hier sind 60 erlaubt. Und ich will nicht dagegen fahren. Because it's too many. It's cost too many money. Yeah. So, we drive in the city and now we can drive... Ne, warte mal, was heißt fahren? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir können jetzt 80 fahren. Das wollte ich sagen in Englisch. I don't know what is... What the name of this... What the name of this is... Ach, ihr wisst, was ich meine, Mensch. Ihr wisst doch alle, was ich meine. Was wollt ihr eigentlich? Sachen so mal. Oh, hier kommen wieder welche. Wollen hupen die? Please hupt. Hab Eier und Hupe. Ja, perfekt. Der hat nicht zurückgegrüßt. Was ein Opfer. Na, Spaß. Ich glaube, jetzt kann ich das Licht ausmachen, weil es 9 Uhr ist. Also, man darf das Licht immer nur um 9 Uhr ausschalten. So, hier ist 50. Oh. 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 Gerade irgendjemand geredet. Birinjia. Sever. Sono di Birinjia. Niyona geçiyoruz ki. İkinci daha iyi ya. Perfect. Tamam o zaman. İkinci de hangi şehirde var senin şirketi? Mann. Hört mal auf hier zu funken, Alter. Hepsi var. Demnächst rechts abbiegen. Tamam o zaman. İkiye geçiyorum. Tamamdır. Hangisi? Dur, buradakini Berlin'de olalım. Gene. Tamam, burada Berlin'de Mende ol sen de. Tamam o zaman. Ha, ich weiß, was Tamam. Das heißt okay. Das ist das Einzige, was ich kenne. Dieses Wort. Leute, wir sind fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe auch unter anderem Linktree-Links jetzt gemacht. Also, falls ihr einfach wollt, oder falls ihr mal wissen wollt, was ich für Equipment habt. Warum linke ich? Falls ihr wissen wollt, was ich für Equipment habe, könnt ihr alles jetzt unten in der Videobeschreibung finden. Denn ich habe mal ein bisschen mehr
die Mühe gemacht, einen Link-Tweet zu machen. Unter anderem findet ihr auch, glaube ich, die Discord, den Discord-Link unten bei. Dort findet ihr mich auch. Oder sowas. Da ist nämlich ein Link-Tweet-Link. Wenn ihr da drauf klickt, dann kommt ihr halt einfach auf meinen ganzen Social-Media-Kanälen. Aber ich will jetzt hier nicht weiter erzählen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem, wie gesagt, unten in der Videoschau verlinkt, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sado. Ciao, ciao. Feeling the show and